Hallo, herzlich willkommen zu Folge 169 meines FitWiz Infinity Evolved Expertenmodus Let's Plays. In der letzten Folge haben wir uns mit Thormic Energistics beschäftigt und ein kleines System damit aufgebaut, um unseren Infusion Altar ein ganzes gutes Stück mehr zu automatisieren und einfacher, zumindest die Infusion zu machen. Automatisiert ist es dadurch. Naja, doch, auch eigentlich schon. Ich musste mich nur alles reinschmeißen und es läuft einfach von alleine. Und außerdem haben wir uns mal eben unseren Blattaltar auf Stufe 6 gebracht, auf Tier 6 mit Crystal Clustern und uns natürlich auch gleich die entsprechenden Orbs dazu gecraftet, den entsprechenden Orb zweimal viel mehr. Und der hat eine ganz schön hohe Kapazität und das müssen wir jetzt erstmal auffüllen. Aber für diese Folge möchte ich gerne ein wenig noch mit Dawncraft machen. Denn es gibt noch eine wunderschöne Sache, die uns fehlt, um den Creative Mana Pool nun zu craften. Denn die Crystal Cluster mache ich irgendwann auf Camera nebenbei. Die habt ihr jetzt schon gesehen. Nämlich Primordial Pearls. Und die sind aus Dawncraft und ganz schön schwer zu bekommen, wenn man nicht weiß wie. Denn dafür müssen wir ein kleines Abenteuer erleben. Zuerst einmal möchte ich natürlich nochmal ganz schnell darauf eingehen, was ich denn hier kurz auf Camera gemacht habe. So viel ist das nicht, ihr seht es schon. Ich habe nämlich einfach nur hier einmal kurz ein bisschen Frame Red Alloy Wire hingelegt, um die Hopper ausschalten zu können, denn das macht die Automatisierung besser. Denn momentan passiert es halt häufig, dass wenn das Ding mehrmals hintereinander gecraftet wird, dass er sich aus demselben Pedestal zweimal das Item zieht und dann halt ein Pedestal einfach leer ist und das andere noch komplett voll. Und dann bringt das nicht viel, deswegen schalte ich die Infusion jetzt einfach jedes Mal ab und schalte die Hopper einmal an und schalte sie dann wieder ab, wenn die Infusion wieder losgeht. Und das zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich natürlich noch mal ein paar mehr Runen gecraftet habe, wie ich es versprochen habe, mehr Speed-Runen, aber auch noch ein paar Runes of Augmented Capacity, die craftet ihr so mit Buckles. Und davon halt auch nochmal 12 Stück, einfach weil ich dachte, 10.000 sind inzwischen doch wirklich ein bisschen zu wenig und jetzt haben wir wenigstens, ich glaube, 34.000, genau, 34.000 können wir jetzt speichern, das ist schon mal ganz angenehm und sollte auf jeden Fall reichen. Eigentlich brauchen wir es überhaupt nicht, weil unser Altar so unglaublich schnell ist, aber gleichzeitig möchte ich es einfach aus Prinzip haben und außerdem sieht es ganz schick aus, finde ich, es passt einfach zum Pattern, ich finde, das Pattern gefällt mir und ihr seht übrigens, dass ich natürlich hier dann auch nochmal 4 normale Runes genommen habe. Also, mir gefällt das Pattern, was ich habe. Vielleicht mache ich hier nochmal irgendwann eine Rune hin, mal sehen. Aber eigentlich passt es dann wieder nicht mit der Rune hier. Dann müsste ich hier wieder so auseinanderbauen und eigentlich sieht das gut aus. Also, lasse ich es einfach so. Gut, dann aber schauen wir uns mal an, was wir für Thormcraft tun müssen. Und zwar brauchen wir, um dieses Adventure machen zu können, eine ganz bestimmte Research. Diese hier. Und hier seht ihr schon, Missing Required Research. Aber, ich kann euch eine Sache sagen. Ich habe jegliche Research im gesamten Thermonomicon durch. Alle Kapitel, alle Sachen, jedes einzelne Ding, was es gibt, vollständig Research. Es gibt nichts, was ich nicht habe, außer diesen zwei Dingern. Und trotzdem Missing Required Research. Dann habe ich versucht, mein Warp-Level mal auf voll zu bringen. Heißt also, ich habe mit meinem Sanity-Checker geguckt und habe Zombie-Brains gegessen, habe das Warp-Level voll gemacht und habe dann Void-Seeds in der Hand gehalten und auch nochmal es mit Eldritch Eyes versucht. Auch kein Glück. Und dann ist mir was eingefallen. Und zwar, dass es einen Rare Drop gibt von den Klerikern, die um diese komischen Obelisken in der Oberwelt spawnen. Dieses Ding hier, Crimson Rites. Und ich habe darüber erst gar nicht näher nachgedacht, weil ich halt früher das Ding immer massenweise gekriegt habe. Aber dieses Mal habe ich es in diesem Playthrough tatsächlich noch nie bekommen. Ich habe eine Menge Crimson Clerics gekillt, weil ich ja diese komischen anderen Viecher haben wollte und die Eldritch Eyes damit, von denen. Und habe trotzdem nie die Crimson Rites bekommen. Und das heißt, was ich mal ganz kurz gemacht habe, ist, ich habe mir ja schon vorher mal irgendwann einen Kleriker eingefangen gehabt und habe mir einfach einen Powered Spawner mit den Viechern gehault. Da, Kaldos Cleric. 1500 RF pro Tick ist mir auf jeden Fall wert. Und ja, wir haben sowieso unendlich viel Energie. Und, apropos unendlich viel Energie, eine ganz kurze Sache nochmal zwischengeschoben, weil ich die, glaube ich, noch nie erwähnt habe. Ich habe meine Energiesache hier ein bisschen umgebastelt, damit die überhaupt irgendwas bringt. Und zwar habe ich jetzt hier eine State Cell hingebaut mit 6000 Sekunden. Das heißt also, sollte die Energie einmal unter das hier fallen, wird für 6000 Sekunden das Fluxgate aktiviert. Und ansonsten brachte das halt nicht wirklich viel, weil der immer nur ganz kurz an und wieder sofort ausgegangen ist, weil er dann sofort wieder über dem Level von 4 Redstone war. Und es ist wieder ausgegangen, wieder an, wieder aus, wieder an. Das ist auch nicht gut. Heißt also, die State Cell hier ist für 6000 Sekunden an, füllt den Orb einmal ordentlich auf. Ihr seht, jetzt ist es wieder bei 1,65 Tera oder so. Und das ist auch ein bisschen höher gewesen, als das letzte Mal lief. Und dann geht er halt wieder runter bis Billionen und füllt sich wieder auf bis Tera und so weiter. Heißt also, das war nochmal ganz sinnvoll. Und vielleicht kann ich die Zeit sogar noch ein bisschen hochziehen, aber
Es reicht ja so. Das war auf jeden Fall eine Sache, die ich mal ganz kurz dazwischen schieben wollte, weil sie mir gerade eingefallen ist. Tut mir leid. Also, wo waren wir? Bei den Crimson Rites Buch. Also, habe ich jedenfalls diese Viecher eben gespawnt, getötet und irgendwann hat einer von denen Crimson Rites gedroppt. Und dieses Buch möchte ich jetzt erst einmal scannen, denn ich glaube, das habe ich auch noch nicht getan. Genau, um extra zu gucken, was da denn drauf ist. Okay, cool. Und was ihr damit machen müsst, ist es rechts zu klicken. Research completed. The Crimson Cult. Und wir haben jetzt Warp und außerdem permanenten Warp bekommen. Das heißt, wir sollten sogar noch schlechteres mit dir haben. Ja, bisschen vielleicht? Keine Ahnung. Könnt ihr mal vergleichen. Ich kann das jetzt nicht wirklich vergleichen. Ich glaube, es ist ein bisschen höher geworden. Aber auf jeden Fall erlaubt uns dieses Buch eben nur einmal über ganz rechts zu klicken. Mehr bringt nichts. Also danach können wir es einfach wegschmeißen. Wir brauchen es auch, glaube ich, nie wieder. Können es also jetzt theoretisch gesehen sogar verfeuern. Aber was wir jetzt damit freigeschaltet haben, sollten zumindest, wenn meine Erinnerung richtig ist, oder meine Vermutung vielmehr, ist nicht mal Erinnerung. Ich habe diese Sache, glaube ich, noch nie selbst gemacht. Habe ich das jemals selbst gemacht? Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, das, was wir jetzt machen, habe ich noch nie selbst gemacht. Ich habe es vielleicht mal in einem Testfeld gemacht und ich weiß, dass Direwolf es gemacht hat. Ich habe das gesehen, wie Direwolf es mal gemacht hat. Aber ich glaube, selbst habe ich das noch nie gemacht. Und zwar hier: Opening the Eye. I will show them. I will show them all. Forbidden Knowledge Taboo. Und das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Also, ich mache mal kurz ein bisschen Research und bin dann wieder da. Okay, ihr braucht die beiden Researches nicht. Die bekommt ihr tatsächlich erst, wenn ihr die Primordial Pearls aus dem kleinen Abenteuer, was wir erleben werden, schon habt. Stimmt, da war was. Das sind nämlich Sachen, die ihr craften könnt mit Primordial Pearls später. Genau, ja. Super. Auf jeden Fall aber haben wir jetzt Opening the Eye und das sagt uns, wie wir das Ritual durchzuführen haben. Und genau das werden wir jetzt tun. Genau das werden wir jetzt tun. Wir brauchen vier von diesen wunderschönen Eldritch Eyes. Wir haben den unglaublichen Vorteil, dass wir Mobspawner haben und dementsprechend haben wir irgendwas bei 300 Stück davon. Normalerweise müsstet ihr die Dinger craften, wie ihr gerade ja schon gesehen habt, haben die jetzt ein Rezept. Void Seed, Eye of Ender und Gold Ingot. Ist auch nicht so teuer. Der Scheiß ist natürlich teuer, aber wie gesagt, wir haben ja alles, was wir brauchen. Dann brauchen wir unseren Charge Portal, unser TMP ist es natürlich. Und ab in die Oberwelt. Zack. Was wir außerdem brauchen, ist ein Wand mit mindestens 100 Capacity oder genug V-Discount, dass was auch immer 100 dann ist, halt dann reicht. Aber der hier ist auf jeden Fall genug. Und dann, okay, wird es gerade Tag, perfekt. Fliegen wir hier hinten hin, denn zufälligerweise haben wir den Obelisken direkt bei unserer Haustür. Was wir dann tun, ist, wir nehmen Eldritch Eyes und schmeißen die hier, hier, hier und hier dran. Okay, wir können die einfach so rechts klicken. Und dann ist wichtig, dass diese Node hier da ist. Also diese Node muss existieren, sonst funktioniert das nicht. Müssen wir, glaube ich, nur noch rechts klicken, ne? Und ich muss mal ganz schnell nachlesen, was wir rechts klicken müssen. Ich glaube, den Ding ist da. Keystone. Das ist, glaube ich, der Keystone, ne? Ne, das ist der. Ne, hä? Das ist wahrscheinlich der Keystone. Also. Zack. Wir haben ordentlich wie verbraucht, wie ihr schon seht. Und irgendwo so ein komisches Ding hier hat sich geöffnet. Eldritch Portal. Oh, das können wir sogar scannen. Cool. Na gut, das ist aus Dawnkraft. Natürlich können wir scannen. Paper brauchen wir jetzt nie, brauchen wir jetzt doch irgendwann wieder. Später. Hat noch jemand von euch ein bisschen Schiss vor diesen Geräuschen? Ich meine, ich weiß schon, was da drin ist, aber die Geräusche sind echt. Wow. Good job, Arsenal. Good job. Also, Azenor ist der Typ, der Thorncraft gecodet hat, der Mod-Autor. So, ich warte nochmal ganz kurz, bis das Ding hier voll ist. Stellt euch schon mal vorsichtig auf Home. Wenn wir irgendwas machen müssen, sind wir wieder instant hier raus. Denn, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, wir haben natürlich keine Rüstung, aber hey, man weiß ja nie. Also, lade bitte schneller, denn du brauchst so lange. Super, Thaumnomicon behalte ich einfach mal auch in der, im meinem Inventar. Okay, wir sollten vielleicht den Wand nicht auffüllen, weil unser Mana-Tablet dadurch leer wird. Egal, wir laufen rein. Mal schauen, wo wir hinkommen. Ich habe schon überlegt, ob ich versuche, das mit der TARDIS zu machen, wo wir jetzt hinkommen. Ob ich da hinkomme mit der TARDIS, aber ich glaube, das geht nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das geht nicht. Und ja, jetzt sind wir hier. In einem Labyrinth aus Ancient Stones. Die können wir denn nicht mal scannen? Ah, doch, können wir. Okay, ich habe nur wieder mal Legs. Und Glowing Crusted Stone. Die können wir abbauen. Und dann haben wir hier Portals Nothing. Tile.block Portal Nothing.name. Okay. Man seine Sachen kann. Also, aha, den Ancient Stone können wir also abbauen, aber die geben uns sogar Damage. Wie geil ist das denn bitte? Es gibt uns sogar Damage aus Nothing Portal. Das habe ich nicht mal erwartet. Hey! Ah, okay, wenn wir da reinfahren, sind wir also, nein, nicht tot, wir können hier aufbauen. Warte, was?
Something disrupts your ability to fly. Okay. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist sehr uncool. Aber mir trotzdem egal, denn wir sind hier schließlich findige Leute. Wieso? Wir können doch fliegen. Ich bin so ein Cheater. Ich hasse mich manchmal selber. Es ist so schön. Das ist halt genauso wie beim Gaia Fight halt auch. Das disruptet einfach nur halt die Creative Flight Möglichkeit. Hier ist es jetzt nicht. Bei Britannia ist es halt, dass die Doppel-Leertaste anscheinend disruptet. Hier ist es halt, dass wir einfach nur runtergeschmissen werden, wenn wir Creative fliegen. Also sozusagen nochmal Doppel-Leertaste von uns gedrückt wird. Aber wenn wir einen Jetpack nehmen, haben wir einen eigenen Key, der uns dann oben hält. Und das heißt, das zählt nicht als Fliegen, weil wir trotzdem, ja. Es ist einfach gut. Das ist einfach nur gut, das ist die beste Beschreibung. So, Strange Crystals bauen wir mal ab und wir kriegen Balance Shards. Das ist also die beste Möglichkeit übrigens, um Balance Shards zu farmen. Was kriegen wir daraus? Glyphstones? Genau, bekommen wir Knowledge Fragments. Cool. Brauchen wir die für irgendwas? Brauchen wir die Glowing Crystals für irgendwas? Ich glaube, damit können wir auch nur Facades machen. Okay, egal, ich nehme mal alles ein bisschen mit. Wer weiß, wie viel man es braucht. Ich glaube zwar nicht, dass wir es für irgendwas brauchen, aber egal. Ich glaube, die Crystals machen. Ah ne, hier. Die Dinger sind das. Rune Stones. Oder? Ich glaube ja. Sind das die da? Ich glaube, die machen uns. Ja, wenn wir sie kaputt machen, sind die nämlich kaputt. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass das die Dinger sind, die uns gerade Damage gemacht haben. Oh, hallo, mein Süßer. Oh, ich bin. Wow, jetzt bin ich schon so gewohnt an Draconic Evolutions Flugmöglichkeiten, dass ich schon ganz vergessen habe, wie man F drückt. Hallo, mein Süßer, wie geht's dir? Lern mal besser zielen, du Mensch, du. Okay, außerdem haben wir Journey Map, das hilft natürlich auch enorm in so einer Scheißhöhle hier wie der hier. Ich werde mir trotzdem mal einen Homepoint. Nein, ich brauche keinen Homepoint, ich habe ja einen Porter. Gut, dann laufen wir mal los und gucken mal, was hier drin ist. Denn das hier ist einfach nur ein gigantisches Labyrinth. Hallo! du auch? Boah, dann hätte ich nicht getroffen, das wäre echt bitter gewesen. Okay, Vasen, die wir kaputt machen können. Und die uns, wow, Goldcoins geben. Ui, ich brauche auf jeden Fall Goldcoins. Okay, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist mir mal ein bisschen Stein bestellen. Und die Stormbricks wegschmeißen, die brauchen wir hier auf jeden Fall nicht. Genauso den ganzen Kram hier, das brauchen wir alles nicht. Und dann aber mal ein bisschen Stein bestellen. Und Ausgänge abklemmen. Keine Ahnung. Markieren ist das richtige Wort. Was ich wollte nur irgendwie das Wort sinnvoll beenden. Also Stein hier. Und dann schauen wir, wo ist nochmal unser Homepoint? Wow, ich unseren Homepoint schon verloren. Cool. Ich bin sehr gut in den Labyrinthen, oder? Ah, da ist unser Homepoint. Okay. Also wir laufen mal von hier los, gucken nach da. Laufen hier und laufen jetzt einfach immer nach links. Genau, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir gehen immer nach links. Und immer wenn wir eine Sackgasse finden, dann machen wir einen Stein dahin und laufen zurück. Und wenn wir keine Sackgasse finden, dann ist es toll. Hallo Basalts, was macht ihr denn hier? Oh wow, das sind viele Thorn-Slimes. Okay. Hier ist also Taint-Stuff. Okay, kann ich das Taint mal irgendwie scannen? Oh, das haben wir wahrscheinlich schon gescannt, ne? Okay, cool. Dann laufen wir mal weiter. Hier ist wieder so ein Mist-Elbe-Spiel. Stirb. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen weniger Protection, weil unsere stärkste. Was ist das denn für ein Viech? Unsere stärkste Rüstung kaputt ist. Also die nicht kaputt. Die Chestplate halt nicht mehr an unserem Körper ist. Aber ja, okay. Hier. Schluss. Dann laufen wir jetzt nach rechts. Und schauen, was wir in diese Richtung finden. Wir können auch mit dem Mana-Spreader hier ein bisschen durch die Gegend schießen. Balance Shards kann man immer gebrauchen. Dann hier wieder nach links. Okay, hier ist Ende. Also hier ein Stein hin. Hier ist Ende. Also hier ein Stein hin. Auch wenn das ganz klar ist, hier Ende ist. Ich mache immer einen Stein hin, um halt ganz klar zu sagen, da ist auch wirklich Ende. So, hier ist auch wieder ein Stein. Dann geht es in die Richtung lang. Das ist nämlich bei Labyrinthen einfach die sinnvollste Methode. Peng! Ich glaube, in die Richtung ist auch nichts weiter, ne? Nö, okay, dann bauen wir die nochmal ab. Ich glaube, die Glyphstones nehme ich auch mal mit. Den Knowledge Fragments kann man gebrauchen. Keine Ahnung. Vielleicht zumindest. Und hier nochmal wieder zu. Und dann laufen wir wieder hier. Okay, hier ist auch zu. Und so bekommen wir halt langsam, aber sicher immer mehr Steinblöcke in diesem Labyrinth. Zack. Was hat denn sie jetzt Schaden? Hä? Ah, da! Da ist der Runestone, der uns Schaden macht. Okay, stirb! Haha. Okay, super. Dann haben wir nämlich jetzt diese beiden Gänge schon mal abgehakt. Können wieder zurücklaufen.
und sehen, okay, der Gang ist jetzt auch abgehakt. Und dann laufen wir wieder zurück. Wunderbar. Und können den Gang damit auch abhaken. Cool. Damit sind wir jetzt links lang gegangen. Dann können wir jetzt wieder geradeaus laufen. Da ist nichts. Okay, dann machen wir hier auch zu. Hier ist ja auch nichts. Hey, Süßer. Cool. Dann machen wir hier auch zu und gehen jetzt rechts lang, weil wir es können. Und das mache ich jetzt noch eine Weile und dann schauen wir, ob ich irgendwas Interessantes finde. Was ist denn das da? Oh, okay, was bist du? Ancient Crab. Aha. Na, Süße, wie geht's dir? Und ein Shambling Husk, ich will die mal scannen. Shambling Husk, was ist denn das? Kann ich das nicht mal scannen? Ich kann das nicht mal scannen. Was ist das da? Kann ich auch nicht scannen. Dich kann ich aber scannen. Okay, ihr nervt aber. Tschüss! Ach ja, Draconic. Und hey, noch ein Viech, was daraus gespawnt ist, oder sehe ich das gerade falsch? Warum kann ich die eigentlich nicht scannen? Das ist doch Longclops da. Oh, hör auf zu nerven. Habe ich's jetzt? Danke. Vor allem, weil diese ganzen Sachen eigentlich auch alle Effekte machen müssten, aber Draconic hat einfach alle Effekte blockiert. Das ist halt einfach echt so extrem ver. F nochmal OP. Okay, gut. Aber dann, wie gesagt, baue ich hier noch ein bisschen weiter Sachen ab, hole mir noch ein paar andere Sachen und bastle hier alles kaputt. Und klaue mir alles, was es hier gibt. Und schaue mal, ob ich was Sinnvolleres finde als nur, ja, Steine. Okay, zählt das vielleicht etwas Neues? Ich mache mal Mining-Modus an. Okay, die Richtung ist nicht wirklich viel. Stirb. Ah, doch, hier geht ein Gang weiter. Okay, das ist. Vielleicht sollte ich wenigstens einen Tunnel bauen. Da ist hier ein Gang, dass ich wenigstens nicht auf den Boden laufen muss. Das tut ja ganz schön weh. Okay, laufen wir hier weiter und schauen mal, was hier noch so ist. Und keine Ahnung, ich will das eigentlich nicht wegschmeißen. Also ich will es eigentlich wegschmeißen. Okay, ich habe den gesamten ersten linken Pfad vollständig begangen und es war nichts da. Ich hoffe mal, die anderen beiden werden ein bisschen sinnvoller werden als das, denn sonst wird das echt langweilig. Das ist jetzt schon der zweite von dieser Art von Räumen, die ich finde. Denn den ersten habe ich euch nicht gezeigt und ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Das sind einfach nur Glyph-Stones und die bringen mir, glaube ich, nichts. Das wüsste ich jetzt nicht, was die mir bringen sollen. Und hier ist nichts weiteres. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob hier irgendwas war oder ob das wirklich nur Glyph-Stones waren. Ich werde mal weitersuchen und wenn sonst muss ich halt hier wieder herkommen und hoffen, dass ich hier irgendwas finde. Aber ich habe auch schon versucht, hier ein bisschen reinzugraben. Hier in die Richtung ist aber auch nichts. Also immer sofort Nothing Stone dahinter. Dementsprechend auch nichts, wo man unbedingt hin muss. Okay, dich schmeiß ich schon wieder dahin, denn sonst nervst du mich in meinem Inventar nur noch mehr. Apropos in meinem Inventar nerven. Wisst ihr was? Zack, 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 zack. Und den Ancient Stone behalte ich nochmal, dass ich wenigstens einen Stack von jedem habe. So, das war aber auch schon wieder das hier. Mehr ist hier auch nicht. Also. Und hier ist wahrscheinlich gleich das Portal, ne? Okay, ja. Dann machen wir mal hier zu. Und auch hier zu, um dann sa zu sagen, hier ist sowieso nichts. Hier sowieso einfach komplett. Okay, aber rechts gehen, dann wieder meine Links geregelt. Bis auf halt, dass ich jetzt da einmal ganz kurz gescaltet habe, weil ich wusste, dass da mal nichts ist. Okay, irgendwas scheint hier jetzt zu sein. Ich muss mal gerade alle Viecher töten. Denn hier gibt es massenweise von diesen komischen Crusted Openings, die Viecher hier spawnen. Und hier gibt es auch irgendwie eine Abandoned Crate. Okay, ich muss mal gerade hier alles wegzumetzen, das nervt mich nämlich gerade. Mining-Modus und zack, zack. Komm, zack, zack. Es ist so billig mit Draconic Evolution, es ist einfach nur so billig. Zack, zack. So, hoffentlich sind die jetzt alle weg. Und dann muss ich natürlich noch wieder auf Standard stellen und meinen Area verdeckt haben. So. Und natürlich noch die Viecher hier kaputt machen. Komm. Und komm, lass mich da mal ran. Lass mich da mal ran. Komm schon. Stirb halt. So, haben wir es jetzt? Habe ich euch jetzt alle? Ich glaube, ich habe euch jetzt alle. Gut, dann gucken wir mal, was wir bekommen haben. Ich habe aus mir nicht erfindlichen Quellen, also wirklich, ich glaube, das wurde von einem Eldritch-Viech gedroppt, habe ich dieses Ding bekommen, dieses Stone Tablet. Ich habe keine Ahnung. Abandoned Crate. Ich glaube, da sind auch nicht viel mehr Sachen drin, ne? Das sind auch alles nur so blöden Goldcoins, die niemand braucht. Also nicht sehr interessanter Loot. Ja, gut, meine Splash Potion, aber ansonsten nichts wirklich, was sich lohnt. Aber dieses Rune Tablet, ich weiß, das habe ich einfach bekommen. Einfach random wieder geschmissen bekommen. Ich habe einfach nur geschlagen und auf einmal war es da. Also ich glaube, das habe ich von einem Eldritch-Viech gedroppt bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber auf jeden Fall ist dieser Bereich jetzt, glaube ich, abgehandelt. Ich glaube, hier ist nicht mehr wirklich viel zu holen. Und ich glaube, hier in diese Richtung ist auch nicht mehr viel zu holen, außer vielleicht, dass ich mir eine Kristalle nochmal klaue. Okay, wie gesagt, ich habe null Plan, warum ich dieses Rune-Tablet habe, aber ich hab's. Ich glaube, es kam auch von einem. Ah, hier! Hier sieht es doch aus, als wäre hier irgendwas, wo man was bekommen könnte, oder? Ich meine, das sieht irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich hier irgendwas aus Versehen getötet, was hier auf diesem Stein war. Das kann sein, weil ich ja so noch diesen Area of Effect habe und vielleicht ist dann irgendwas gestorben, was hier hätte eigentlich leben müssen. Das kann sein. Deswegen, vielleicht. Vielleicht ist es das. Jetzt stirb endlich, du Mistviech, ey. Ich glaub, diese Viecher sind so elendig. So, Crush Down, werfe ich mal hier nochmal wieder hin. Zack, zack, zack. Braucht kein Mensch den Scheiß. Genauso die Stairs nicht. Und dann mache ich hier nochmal schnell so. Und ja, vielleicht war das hier drauf. Das kann sein, dass ich hier irgendwas hätte töten müssen. Und das einfach aussehen getan habe mit meinem Staff of Power. Gut, ja, aber diese Art von Raum gibt es auch. Und die ist auch irgendwie cool aussehend. Das sieht doch noch etwas aus, was wir suchen. Ja, guck mal. Und wir haben aus irgendwelchen Gründen schon das Runic Tablet, das wir dafür anscheinend brauchen könnten, würde ich mal sagen. Denn hier steht extra schon drauf: It seems to be part of something larger. Und hier ist irgendwie so ein Ding, was aussieht, als könnte es da sein. Also. Vielleicht habe ich gefunden, wonach ich suche. Ich gucke nochmal gerade in die Richtung. Ist hier irgendwas Sinnvolles und Interessantes? Oh Gott, hier geht es ja noch ewig lange weiter. Dieser Dungeon nimmt ja auch. Boah, sind die wieder mit den elenden Damage holen. Aber nein, ansonsten geht es hier auch nicht weiter. Heißt, also, es sieht echt stark danach aus, als wären wir da am Ende angelangt. Als hätten wir den wichtigsten Punkt des Dungeons gefunden, nämlich den, wo es wirklich weitergeht. Das ist natürlich cool. Okay, dann versuchen wir es doch einfach mal. Wie gesagt, ich habe leider keinen Plan mehr, wo ich das Rune-Tablet herbekommen habe, außer dass es wahrscheinlich in diesem Raum war. Aber. Ich hoffe, das war noch rechtzeitig. Bei Satan the Bold. Okay. Hi. Du siehst nicht freundlich aus. Ich hab Night Vision. Bitch. Ich mach trotzdem mal Licht. Haha. Was tust du hier gegen? Ich hab Licht. Ich hab werfbares Licht. Was machst du? Hi. Geht's? Macht aber schon ordentlich Damage. Haha. Also du gerade ja auch Fan machen, das ist wenigstens zu leicht. Cool, ich mache mal gerade ganz gut hier die Crates kaputt. Ja, warum nicht? Das bekomme ich hier so. Oh, komm. Ganz ehrlich, fällt mir das Ganze, ne? Bam! Okay. Anders als ich erwartet habe. Junge, stirb! Ah, okay. So kriegst du mich nicht? Ich kann fliegen, du Bitch. Ah, okay, er regeneriert aber nur extrem schnell. Zur Hölle! Is enraged by your powerful blows. Was? Was? Wie geil ist denn das bitte? Danke, Stalker, dananke. Und Wither gibt er mir auch noch. Ja, klar, komm. Gut, das heißt, er mag es nicht, dass ich so extrem veräfft viel Damage mache. Ja, hier. Is enraged by your powerful blows. Okay, ich kämpfe ja schon fair. Komm her hier. Komm. Touchy. Wie geht's, Touchy? Und da seht ihr schon, auf einmal gibt er nämlich keine Regen mehr, oder weniger Regen. Schlagen wir da mal drauf. Zack, er ist wieder Regen. Das ist echt geil gemacht. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich cool. Und vielleicht sollten wir mal irgendwie gerade ein bisschen Ruhe kriegen, denn alter Schwede, meine Entropy ist ganz schön hoch. Ey, das finde ich aber gerade echt. Das finde ich gerade, das hat Stil. Dass endlich mal eine Mod sagt, ey, wenn du Draconic benutzt, F dich einfach, ne? F dich einfach. Das ist auch meine Meinung. Zumindest im Early Game halt, in diesem Pack, ja cool. Aber hey, cool, dann gut, dass ich immer meinen Toolbag dabei ein bisschen schwächeren Waffen als das. Habe ich nicht noch andere Schwerter dabei? Nee, ich habe meinen Tinkers gar nicht mehr dabei. Ich habe nur noch das hier. Aber hey, ich habe das Platz dort. Geht ja auch. Komm. Stirb. Ich hoffe, die Items gehen nicht kaputt. Gehen Items kaputt, wenn sie auf den Boden fallen? Okay, sieht nicht so aus. Dann essen wir erstmal was. Denn aus irgendeinem Grund bekommen wir extrem viel Hunger. Wir haben Weakness 2. Warum haben wir Weakness 2? Okay. Hallo, Draconic. Mach mal bitte Weakness.
Und hey, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Und wir bekommen, genau, eine Primordial Pearl. Und ein Epic Shader Grabback und ein gelbes Herz. Ja, gut, okay. Weg, weg. Aber die hier wollen wir haben. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und übrigens, warum ich unbedingt das Schwert hier haben wollte, es gibt dem Gegner auch noch Weakness-Effekt. Also ist das noch ganz sinnvoll, dass ich dann noch einen Nebeneffekt habe, der noch ein bisschen stärker macht, das Ganze. Aber ansonsten habe ich hier echt kein anderes Schwert mehr. Na gut, den Cleaver hier, aber der zählt halt nicht. Der macht zu wenig Damage-Schnelligkeit. Und älter. Wie einfach immer noch der Boden blitzt. Okay, dann scannen wir die mal. Boah, die hat geile Aspekte. Und wir sehen hier übrigens jetzt zwei Eldritch Obelisks. Ich glaube, ich wage zu glauben, wenn wir jetzt Eis nehmen, so, vier Stück, und die hier ranbauen. Okay, das geht nicht. Ich dachte, das würde vielleicht gehen. Ich hatte gehofft, das geht, aber es scheint nicht zu funktionieren. Okay. Wie soll man dann normalerweise eigentlich... Ich dachte, man kann hier tiefer gehen in den Dingern. Ich dachte, man kann hier... Okay, das funktioniert auch nicht. Gut, ja, dann haben wir jetzt eine Primordial Pearl und ich bin mir gerade nicht sicher, wie man die in normalen Thorncraft duplizieren könnte. Ich glaube, man kann mit jedem Obelisken vielleicht in einen weiteren Dungeon? Das könnte sein. Also nicht eine neue Dimension, aber ein neuer Dungeon in der Dimension. Das könnte sein. Oder irgendwas anderes. Vielleicht kann man doch irgendwie hier rüber. Aber wir haben ja eine Primordial Pearl und wir haben in diesem Pack eine Möglichkeit, sie zu verdoppeln. Denn das Set ist natürlich nicht Standard. Ich meine, das könnt ihr euch allein dadurch denken, dass es das hier ein Thorncraft-Item ist und das hier Blood Magic-Items in einem Blood Magic-Crafting-Bereich. Aber vielleicht wussten das einige von euch trotzdem noch nicht. Deswegen erwähne ich das mal ganz unauffällig. So, dann schmeißen wir nochmal den ganzen Kram auch nochmal ins System. Denn jetzt können wir die da reinschmeißen. Schmeißen das hier nochmal weg. Und gehe nach Hause, nachdem ich nochmal geprüft habe. Ja, es ist auch unbound. Und einen kurzen Teleport. Später bin ich wieder zu Hause und habe eine Research vor mir. Primordial Pearl. Zack. Okay. Lese ich mir gleich durch. Und dann haben wir noch hier Primordial Node Manipulation. Okay. Ach, dann kann man... Stimmt, da war irgendwann mal was. Da war mal was. Oh Gott, das ist so... Ich habe auch so ewig lange diese... Ich glaube, das war Regrowth, war das einzige Mal, dass Direwolf das gemacht hat. Und ich glaube, ich habe das wirklich noch nie so weit gespielt. Ich glaube, ich habe noch nie Thorncraft so weit gespielt. Advanced Alchemical Furnaces. Ach ja, genau, weil das Ding, das blöde Ding ja so extrem veräfft nochmal langsam ist. Dann gab es das Ding ja, oh, Alter, das ist so veräfft nochmal lange her. Heilige, wow. Gibt so ein bisschen Nostalgia-Feeling fast. Und wie gesagt, das ist Regrowth gewesen. Und ich habe das geguckt, als es rausgekommen ist. Ich habe jede Folge mitverfolgt damals noch. Inzwischen gucke ich ja so ein bisschen so eine Weile nicht und dann wieder alles aufholen, wieder eine Weile nicht und wieder alles aufholen. Aber naja, auf jeden Fall, ja, wenn ihr wissen wollt, was noch so gemacht wurde, könnt ihr bei Dire of Regrowth gucken. Der macht es nämlich auch. Aber dann mache ich mal kurz die Research und dann lese ich mir das noch alles nochmal durch. Und dann duplizieren wir die Pearls und dann müssen wir die Folge schon beenden. So schnell ging das. Aber in der nächsten Folge gibt es etwas zu tun. Ach, nur so als kleine Zwischennotiz. Ich glaube, ich habe jetzt das vollständige Thaumonomicon des Infinity Evolved Mod Packs komplett researched. Ja, ich bin hobbylos. Ich weiß. Wow, das hat lange gedauert. Ja. Aber ich habe jetzt 16 Crystal Cluster zusätzlich zu meiner Primordial Pearl. Und vier davon müssen wir natürlich einmal hier reinlegen, denn wir brauchen ja vier für den Creative Mana Pool. Und nun brauchen wir aber noch vier Primordial Pearls. Und die können wir verdoppeln, indem wir unser Alchemic Chemistry Set angucken und einmal das hier mit dem hier kombinieren. Und wenn jetzt die richtige Stärke des Blood Orbs drin ist, was ich bezweifle, dann funktioniert das Ganze. Und wahrscheinlich brauchen wir dafür mindestens Transcendent, ja? Ja, brauchen wir. Mindestens Transcendent. Habe ich mir schon gedacht. Aber wir haben ja einen Transcendent. Also warum nicht? Hey! Und doch wirklich Transcendent, denn nicht mal Archmages reicht. Ja, wir brauchen wirklich Transcendent. Es ist schon unglaublich. Wow. Okay, ja, damit können wir dann also zwei draus machen. Dann machen wir hiermit mal eben drei da draus. Und dann müssten wir jetzt vier haben. Und eigentlich, verdammt, fällt mir gerade was auf. Nämlich, wenn ich wirklich sicher sein wollte, müsste ich eigentlich nochmal,
nochmal das Ganze machen, damit ich noch eine Primordial Pearl übrig habe. Hä? Stimmt. Also ich craft nochmal schnell ein paar mehr Crystal Cluster. Und jetzt habe ich nicht mal genug Gaia Spirits mehr, um genug Gaia Spirit Ingots dafür zu craften. Also habe ich mal schnell welche noch aus unserer Kiste für den Creative Mana Pool geklaut und wir sammeln dann jetzt einfach mal ein paar Gaias. Und ja, ich habe gerade 8 Gaias auf einmal gesammelt, bevor ihr jetzt fragt. Habe ich gerade tatsächlich getan. Denn, mit Draconic Evolution. Also, klatsch, 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 klatsch. Komm, sterbt. So, komm, nein von denen. So, komm, du auch noch. Fängst schon an, Monster zu droppen. Dann stirbst du auch noch. Habe ich jetzt alle? Ich glaube ja, ne, ich habe noch nicht alle. Okay, jetzt sind sie alle in der Gruppe. Und die Drops sind leicht viele, übrigens, falls ihr euch wundert. Ja, die sind wirklich so viele. Muss man das wegleeren. Klatsch. Also so sieht das aus, wenn ihr ein paar mehr Gaias auf einmal bekämpft. In diesem Falle ja 8. Das ist einfach so süß. Okay, erstmal wieder ein bisschen Stuff loswerden, damit ich, wenn ihr Gaia dann stirbt, das Dach aufkriegt in der Gaia mit dem. Hier einfach einmal schlagen, schon mal ein halbes Metall vor und macht das nicht einfach so ludig drei drauf haben. So, komm. Stirb. 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 Du auch noch. Komm, da fehlen nicht mehr viele. Ey, bist du? Komm her. Danke, du auch noch tot und du auch noch. Du auch noch. Danke. Oh wow, dieses Mal hat das mit dem Sound sogar funktioniert. Wow. Das letzte Mal hat das nämlich mit dem Sound überhaupt nicht funktioniert. Okay, dann ist nämlich genau das passiert. Dann ist nämlich genau das passiert. Jetzt spielen nämlich irgendwie 20 Stücke gleichzeitig gefühlt. Und die Würfel werden aus irgendwelchen nicht erfülllichen Gründen nicht eingesogen vom Magnet. Wahrscheinlich weil sie Soulbound sind, deswegen wäre das mies, wenn halt jemand den Magnet benutzt und dann die Ausnahme, die er gar nicht haben dürfte. So, jetzt gehen wir mal hier lieber weg, sonst nerven die Geräusche irgendwann. So, okay. Erstmal brauchen wir 4 Gaia Spirit Ingots. 1, 2, 3, 4 für hier. Und dann brauchen wir noch ein bisschen anderen Kram. Wie viele Spirits haben wir jetzt bekommen durch das? Ah, 117, das sollte jetzt wieder für eine Weile reichen. So, nochmal 4 weitere Crystal Cluster mehr. Und wir duplizieren noch einmal unser Primordial Pearl, um dann auf jeden Fall eine noch übrig zu haben, falls wir noch irgendwas machen wollen. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas groß machen muss, aber wir werden sehen. Und das einfach mal machen. Zack. Komm. Dupliziere er die Primordial Pearl. Wunderbar. Und dann kann ich den Master Blood wieder reinschmeißen. Der Transcendent kommt hier wieder hin. Gut, damit haben wir dann aber auch alles, was wir brauchen für dieses wunderbare Ding hier. Creative Mana Pool. Und dann würde ich mal sagen, wir beenden diese Folge hier. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, benutzt gerne den ganzen Stuff on screen. Und den ganzen Stuff, Scheiß, Zeugs, Kram da, den euch YouTube so anbietet. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge natürlich den Creative Mana Pool craften. Und wahrscheinlich noch einen Chaos-Drachen besiegen und dann das Pack beenden. Denn dann haben wir das Questbuch abgeschlossen und ich habe nichts weiter, was ich machen muss. Also mit 170 ist Schluss. Wow. 170 Folgen. Für Infinity durchspielen. Ich bin stolz auf mir. Gut, dann würde ich aber sagen, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss.